Am Südpol hat sich ein riesiger Eisberg gelöst. Mit seinen rund 4.320 Quadratkilometern ist er etwa so groß wie Mallorca und laut ESA derzeit der größte Eisberg der Welt. Abgebrochen ist er im Weddellmeer im Nordwesten der Antarktis. Der Eisgigant trägt den Namen A76 und wurde auf Satellitenbildern entdeckt. A76 ist aktuell der größte Eisberg, aber kleiner als einer seiner Vorgänger. Eisberg A68 war mit fast 6000 Quadratkilometern noch deutlich größer. Er hatte sich 2017 gelöst und ist inzwischen fast komplett geschmolzen.